Herzlich willkommen, ich bin Margret Marincolo. Ich bin Liebeskummer-Spezialistin, besonders wenn es um das Thema Seelenpartnerschaften und Dualseelen geht. Und in diesem Video erfährst du Techniken, in deine Kraft zu kommen. Und passend dazu habe ich auch das T-Shirt angezogen. Das ist die Kraft. Die mich schon länger kennen, wissen, ich bin auch noch Tarot-Expertin, habe 3 Bücher geschrieben und es gibt mittlerweile T-Shirts mit meinen Tarot-Motiven und die machen etwas mit dir und deshalb habe ich passend eben das T-Shirt an. Wenn du in deine Kraft kommen willst, dann macht es auch Sinn, sich einen Talisman zu besorgen. Und ob das jetzt so ein T-Shirt ist oder etwas anderes, was dich immer daran erinnert, dass du in deine Kraft kommst, das bleibt natürlich dir überlassen. Talismane haben eine sehr starke Wirkung, denn das Unterbewusstsein reagiert sehr stark auf Bilder. Also wenn du einen Talisman hast und er ist mit irgendwas aufgeladen, also mit einer Botschaft, mit einem Ziel, dann kann das dir dabei helfen, Berge zu versetzen. So, zum Thema. Das T-Shirt gibt es zu gewinnen oder auch ein anderes T-Shirt. Wer wissen will, wie das geht, der klickt einfach unter dem Video auf den Link T-Shirt gewinnen. Also ich schreibe das dann unten mit rein, steht unten drin und da steht alles drin. Ja, gut. Ich habe hier 11 Techniken aufgeschrieben, die dir helfen, in deine Kraft zu kommen. Mal gucken, ob ich alles schaffe in diesem Video. Die erste und die wichtigste Technik ist Annehmen. Und Annehmen bedeutet erstmal nicht, dass du himmelhoch jauchzend, freudig erregt sein musst, weil du vielleicht Liebeskummer hast, weil du eine verliebte Person verloren hast, eine geliebte Person verloren hast oder weil irgendetwas in der Liebe gerade nicht so läuft, sondern Annehmen bedeutet, sich hinzusetzen zum Beispiel, kurz innezuhalten und zu sagen, es ist, wie es ist jetzt so. Und das Ankämpfen gegen das, was jetzt gerade so ist, verhindert im Grunde, um aus der Situation rauszukommen. Was wir im Leben lernen, ist Kampf. Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, ich habe 46 Jahre lang gekämpft. Vielleicht 45, ich würde sagen ungefähr 46. Ich bin jetzt 50 und die letzten 4, 5 Jahre ist eine Leichtigkeit in mein Leben eingezogen. Also ich war immer schon ein Mensch, der sehr viel Leichtigkeit hatte und trotzdem habe ich tageweise oder stundenweise am Tag immer noch sehr verbissen um etwas gekämpft. Und ich habe es mir auf meine Flagge geschrieben oder zur Mission auch gemacht, den Menschen zu zeigen, dir zu zeigen, wie kommst du in die Leichtigkeit und wie kannst du Dinge erreichen leicht. Denn leicht geht schnell. Mit Verbissenheit und Kampf dauert es langsam. Das ist wie Don Quixote, der gegen Windmühlenflüge kämpft. Annehmen bedeutet also zu sagen, okay, ich habe gerade Liebeskummer oder okay, mein Seelenpartner oder mein geliebter Mensch, oder den du eben vermisst, ich vermisse den gerade, der meldet sich gerade nicht. Oder er hat Schluss gemacht oder er will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und das erstmal sacken zu lassen mit allem Schmerz, mit allem Frust, mit aller Wut, das ist alles erlaubt. Also jedes Gefühl, alles, was du dabei empfindest beim Annehmen, ist willkommen. Annehmen bedeutet, du bist eine Art Wirt. Stell dir vor, du bist der Wirt und du hast ein Wirtshaus. Und in diesem Wirtshaus ist jedes Gefühl willkommen. Da kommen die schönen Gefühle wie Glück, Frieden. Und da kommen eben auch mal die Gefühle wie Wut, Traurigkeit, Frust, Angst. Und du bist ein Wirt und du bist ein guter Wirt und du bewirtest jedes Gefühl. Du bist für jedes Gefühl da. Und du nimmst es an. Und wenn die Gefühle gegessen haben, sich einen Bauch vollgeschlagen haben, dann stehen die auch wieder auf und dann gehen die. Und du machst keinen Unterschied, sondern du nimmst alle an. Du bist offen. Du bist ein Restaurant, wo jeder willkommen ist, der quasi bei dir essen möchte und der seine
Zeche zahlt. Und es zahlen die Gefühle ihre Zeche, die du annimmst, die du einlädst, dort zu bleiben. Und wenn du immer wieder kämpfst gegen Wut, gegen Trauer, gegen Angst, gegen irgendetwas, kommst du in deinem Bewusstwerdungsprozess nicht weiter. Das kann ich dir an dieser Stelle schon versprechen. Also alles fühlen ist eine der wichtigsten Techniken, um zurück in deine Kraft zu kommen. Die zweite Technik ist, du kannst einen Brief schreiben. Und es gibt drei schöne Regeln, die ich von einem meiner Lehrer übernommen habe. Die machen für mich wahnsinnig Sinn, von Veit Lindau. Die heißen, hast du alles gesagt? Zweitens, hast du alles getan? Drittens, hast du alles gefühlt? Also wenn du in Bezug auf deinen Seelenpartner, deinen Freund, Ex-Freund, was auch immer, wenn da noch etwas offen ist, wenn es da noch etwas gibt, was du ihm sagen möchtest, dann finde ich es wahnsinnig wichtig, dass du das aussprichst. Du kannst es per Sprachnachricht machen, du kannst es persönlich machen, du kannst es in einem Brief formulieren oder in einer E-Mail. Und wenn du sagst, er hat gerade alle Kanäle zugemacht und ich kann ihm noch nicht mal eine E-Mail schicken, weil er eben gerade auch meine Nachrichten nicht lesen möchte, dann kannst du diesen Brief dennoch schreiben und du kannst ihn verbrennen. Also mit all dem, was du reingeschrieben hast, und lass dir Zeit, jeder Gedanke, für jedes Glücksgefühl und alles, was an Frust und Wut, was noch drin steckt, was noch in der Pipeline ist, was dich noch hindert, um dich wirklich kraftvoll zu fühlen, schreib in diesen Brief. Und das kannst du mit allen Menschen machen, wo du glaubst, dass da noch etwas ungesagt oder ungetan ist. Schreib es auf und verbrenne das. Also das ist eine sehr wichtige Technik. Und alles, was du wirklich adressieren kannst, mach das. Denn was ich immer wieder höre, ist, ich tue dies nicht, ich tue jenes nicht, weil dann schlägt er mir die Türe zu. Du musst wissen, dass du mit allem verbunden bist. Und das ist nicht einfach eine Floskel. Quantenphysikalisch bestehst du aus 99,999999999% Vakuum. Das heißt, wenn man aus dir das Vakuum rauszieht, bist du unter dem Mikroskop nur noch zu sehen. Und wem das interessiert, der kann gerne mal bei Dr. Ulrich Warnke googeln, sich YouTube-Videos reinziehen. Wer Interesse hat, ein bisschen an höherer Physik, um auch zu verstehen, warum die Gedanken, deine Gedanken gehören nicht dir. Das, was du denkst, geht ins Feld und darauf hat jeder Zugriff. Manche Menschen sind bewusster und können deine Gedanken lesen, andere können das weniger, aber dein Seelenpartner weiß automatisch, wie du über ihn denkst. Der kann die Schwingung spüren. Das heißt, du schreibst ihm vielleicht nicht, du rufst ihn vielleicht nicht an und trotzdem sendest du ihm ständig deine gedankliche Energie. Und das bedeutet, dass doch immer etwas bei ihm ankommt. Also besser ist, du sprichst alles aus, hast dein Loop, dein schwarzes Loch da oben zu und musst nicht mehr ständig mit den Gedanken um ihn kreisen, denn das macht dich auch frei. Abschiedsbrief schreiben. Dritte Technik, Schattenarbeit. Zur Schattenarbeit mache ich ein eigenes Video, das habe ich schon lange vorgehabt. Ich erkläre es hier kurz. Schattenarbeit hat drei Schritte. Wenn dich irgendetwas triggert, wenn dich irgendetwas an einem Menschen stört, dann sprichst du das erstmal aus. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du könntest dir jetzt ein Plüschtier nehmen oder sagen wir mal, nimmst jetzt die Kaffeetasse für deinen Seelenpartner. Ja? Und du sagst der Kaffeetasse, ich finde es total scheiße, dass du dich überhaupt nicht bei mir meldest. Ich finde es doof, dass du mich blockiert hast, zum Beispiel. Ich finde es total doof, dass du dich immer wieder aus der Affäre ziehst. Das ist der erste Schritt. Du sprichst alles aus. Im zweiten Schritt
setzt du dich ganz ruhig hin auf Empfang. Also ich setze mich dann auch hin und lege die Hände mit offenen, also mit den Handflächen nach oben auf die Schenkel und höre, was hat mir jetzt die Kaffeetasse zu sagen, die jetzt symbolisch für meinen Seelenpartner steht, zum Beispiel, ja. Könnte auch deine Schwiegermutter sein, mit der du, von der du dich getriggert fühlst, oder die Arbeitskollegin oder jemand, der dich mobbt. Und ein Seelenpartner würde zum Beispiel sagen, also du hörst, was er dir sagt, du kriegst eine Antwort, wenn du dich kurz entspannst. Dann sagt er zum Beispiel, ich kann nicht, ich bringe das einfach nicht fertig, mit dir zu kommunizieren. Ich weiß auch nicht, was ich dir sagen soll. Okay. Der dritte Schritt nochmal. Er hat gesagt, ich kann nicht. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Im dritten Schritt guckst du, wo du etwas nicht kannst. Wo du nicht weißt, was du sagen sollst. Und das muss nicht zwangsläufig mit deinem Seelenpartner zu tun haben. Es kann zum Beispiel sein, dass irgendeine andere Person etwas von dir will, sich mit dir verabreden will oder mit dir Nähe austauschen will, ob das jetzt ein Verehrer ist oder ob das eine Freundin ist, die dir vielleicht irgendwie auf den Geist geht und mit der du gerade nichts zu tun haben willst, machst du es vielleicht genauso. Etwas viel Schlüssigeres könnte aber sein, dass du, weil das höre ich immer von meinen Klientinnen, die mir dann sagen, ich kann einfach nicht an ihn denken. Also du siehst, du bist in diesem Loop drin, du denkst die ganze Zeit an ihn und bringst es nicht fertig, deine Gedanken auf etwas anderes zu fokussieren. Also in diesem Punkt kannst du auch etwas nicht. Das ist Schattenarbeit. Und in dem Moment, wo du verstehst, dass dein Seelenpartner immer nur ein sehr klarer Spiegel ist, der meistens, ich sage mal, die Seelenpartner fungieren wie eine Art riesen Kosmetikspiegel. Also du hast so einen kleinen Pickel und dein Seelenpartner zeigt dir den so groß. Ja? Also du guckst sehr genau, wo kannst du irgendetwas nicht. Und je nachdem, was du für eine Antwort kriegst. Also erstens aussprechen, was dich stört. Zweitens zuhören, was hat dir deine Kaffeetasse oder du kannst ein Plüschtier nehmen, was hat dir dein Seelenpartner oder dein Ex-Freund oder um die Person, um die es geht, was hat er dir zu sagen? Und drittens gucken, wo du genauso reagierst. Denn das, was dich triggert, sind Schatten, die dich sozusagen am Ärmel ziehen und die wollen von dir integriert und nach Hause geholt werden. Im Schatten steckt wahnsinnig viel Kraft. Also wer den Herrn der Ringe kennt, wo der Aragorn, glaube ich, da dieses Schattenheer bittet, ihn zu unterstützen und er damit den Sieg erringt und hinterher dieses Schattenmeer, ich glaube, ich weiß nicht mal, was Aragorn, ich kenne mich mit den Namen nicht aus, also es geht um diese Schattenkrieger, die er da vor diesem Berg oder vor dieser Höhle trifft, diese Untoten, und hinterher, als sie ihm geholfen haben, werden sie dann frei, ja, und so ist es mit deinen Schatten. Immer dann, wenn du ein Stück Schatten erlöst, kommt Kraft zu dir zurück. Deshalb auch, ja, Kraft, es geht um Kraft. So, ich mache mal noch ein ausführlicheres Video, aber das kannst du schon mal für dich probieren und da kapieren, worum es eigentlich geht. Viertens, Schmerztauchen, Scheiterhaufen, ich nenne das so. Also begib dich auf den Scheiterhaufen, wenn du schon seit Wochen, Monaten nichts von einem Ex-Freund, Seelenpartner, Dualseele oder wie auch immer, Gefühlsklärer, bei mir heißt das Eigelb, zusammenfassend, hörst, und er sich zurückzieht und diese Beziehung eher am Sterben ist als am Aufblühen, dann stell dir das Schlimmste vor. Stell dir vor, er brennt mit einer anderen durch oder kriegt noch zwei Kinder mit seiner Frau oder mit einer anderen Frau oder was auch immer. Und du stellst dir das bildlich vor, du gehst wirklich in diese Situation rein und das machst du, bis dir wirklich die Tränen kommen, bis dir zum Kotzen ist. Also du gibst dir alles, das ist ganz wichtig. Und wenn du da drin bist, wirst du merken, dass es hinterher weitergeht. Also auch wenn dein Seelenpartner eben sich niemals für dich entscheidet und wenn er eine andere hat, wenn du dir das bildlich vorstellst, wie er die vielleicht heiratet und wirklich auch noch glücklich ist, dann wirst du merken, dass da im Schmerz, schon im Schmerz, in der Angst, wenn du durchgehst,
Frieden liegt und Kraft zu dir zurückfließt. Und vielleicht musst du die Übung 2-3 Mal machen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich mache das einmal richtig und dann habe ich Ruhe. Ja? Fühlen, 5. Technik. Um zu fühlen, also ich habe viele Klienten, die rufen mich dann an und sagen, oh Margret, ich fühle schon, es funktioniert nicht. Nee, du fühlst meistens nicht, du bewertest. Du hast Angst und sagst, oh, jetzt ist wieder diese Angst, scheiße. Und fühlen heißt wahrnehmen. Also fühlen heißt, dich hinzusetzen, die Augen zu schließen, Hände wieder so auf den Schoß zu legen und zu sagen, okay, jetzt ist gerade Angst. Wie fühlt sich die Angst an? Okay, ich habe, meine Brust ist eng. In der Brust wird es eng, da habe ich einen Druck. Auf einer Skala von 1 bis 10, bei 6, bei 7. Also du guckst wirklich, was hast du für Körperwahrnehmungen. Wichtig ist beim Fühlen, dass du dich entspannst. Also was viele machen, die glauben, sie fühlen und sitzen so da. Da kannst du nicht fühlen, bist total angespannt. Also wenn du das hast, dann spann erstmal alles an und lass dann wieder los. Also spann richtig 5, 6 bis 10 Sekunden, 20 Sekunden, Arschbacken zusammenkneifen, alles, spann alles an, was du anspannen kannst, so, Beckenboden, alles, so, wird wieder wie neu. Und dann entspann dich und damit du überhaupt mal weißt, wie fühlt sich das an, wieder relaxed zu sein und dann fühle Angst, fühle Wut und geh nicht ins Drama, das heißt, du sitzt und nimmst wahr und du denkst, okay, also das Denken auch, ist schon wieder eine Bewertung. Aber sagen wir mal, du hast das Gefühl, es zerreißt dich da drin und du möchtest eigentlich aufstehen und möchtest vielleicht auf irgendwas einschlagen, möchtest schreien. Bleib stocksteif sitzen wie eine Salzsäule und fühle das. Lass es dich zerreißen innerlich. Weil in dem Zerreißen ist die transformative Kraft, die dir wieder deine Kraft zurückgibt. Fühlen heißt für mich stocksteif sitzen und wahrnehmen. Und Gedanken wie, das ist gut, das ist schlecht, lass sie ziehen, die kommen vielleicht, lass sie ziehen. Hänge dich nicht an den Gedanken auf, sondern du gehst immer wieder zurück zur Wahrnehmung. Aha, ich spüre es in der Brust. Aha, ich spüre es im Bauch. Aha, die Sehnsucht sitzt irgendwo da im Solarplexusbereich. Die ist bei einer Skala von, also du nimmst nur wahr. Und wenn es ganz, ganz, ganz schlimm ist, also du versuchst das Gefühl aufzudrehen, stell dir vor, du hast einen Regler und du drehst den volle Pulle auf, bis das Gefühl dich richtig nimmt, ja, bis es dich so richtig flach legt sozusagen. Und dann hast du dann so diese Amplitude und dann geht es ein Stück schon wieder runter. Du merkst, es wird leichter und dann kannst du aus der Übung rausgehen. Also wenn du merkst, es wird leichter, kannst du rausgehen. Du kannst aber auch sitzen bleiben, bis es sich vollkommen abgebaut hat, weil dann wirst du in einen unglaublich tiefen Frieden fallen, den du vielleicht in deinem Leben ganz wenige Male erlebt hast. Okay. Sei authentisch. Technik Nummer 6. Ich höre immer wieder, dass Berater, Coaches, was auch immer, raten, sich nicht bei dem Mann zu melden, weil es sieht ja so bedürftig aus und Frauen dürfen keinen Männern hinterherrennen oder wie auch immer. Kann man so und so sehen. Es gibt sicherlich Menschen, die kannst du gut manipulieren mit solchen Techniken. Wenn du es mit einem Seelenpartner oder vielleicht sogar mit einer Dualseele zu tun hast, wirst du merken, dass das nicht funktioniert. Also wenn du dich nicht bei deinem Seelenpartner meldest, weil du für dich sagst, ich möchte mit dieser Distanz leben lernen, ich möchte es wirklich schaffen, ich möchte mich wirklich irgendwann in diesen Rückzug entspannen können, dann ist es perfekt. Wenn du aber sagst, ich melde mich nicht, weil irgendwann wird er mich schon so sehr vermissen, dann wird er so sehr ausgehungert sein, dass er sich automatisch bei mir meldet, muss ich dich enttäuschen. Passiert also aus meiner Erfahrung fast nicht. Und ich kenne Menschen, die mich ab und an anrufen, die
kommen irgendwie zu mir durch Zufall und die sind schon 20 Jahre irgendwo beraten worden. Vielleicht bei verschiedenen Beratern, kann ich nicht sagen. Also die warten 20 Jahre, dass sich jemand meldet. Und ich finde, das ist verschwendete Lebenszeit, auf einen Menschen zu warten, der sich einfach nicht entscheiden will. Denn das ist eine Wahl und du kannst nicht manipulieren. Sei authentisch. Wenn du was loswerden willst, da sind wir wieder beim Abschiedsbrief schreiben. Wenn es irgendetwas gibt, was du deinem Seelenpartner sagen möchtest, schreiben möchtest, tu das. Willst du noch was tun? Willst du ihn vielleicht zur Rede stellen? Und ja, vielleicht machst du dich zum Trops. Weißt du, wie oft habe ich mich in meinem Leben zum Idioten gemacht oder zum Trops und habe aber eine befreiende Energie gespürt, weil ich einfach gesagt habe, das wollte ich in dem Moment tun. Und es war es mir wert, dass ich mich vielleicht irgendwo lächerlich gemacht habe. Also hab den Mut, auch dich lächerlich zu machen. Und vor wem denn überhaupt? Ja, es ist ja immer nur die Einschätzung, die du dir selber gibst. Wenn du weißt, dass du das brauchst, dass das richtig ist, dann tu das. Es hat nichts damit zu tun, jemandem hinterher zu rennen, wenn es noch eine Sache gibt, die du ihm sagen möchtest, damit du dich erleichtert fühlst. Und hast du alles gefühlt? Die Technik habe ich ja gerade erklärt. Also sei authentisch. Wenn du dich beschissen fühlst, wenn du dich traurig fühlst, bringt es nichts, mit einem Lächeln rumzurennen. Und jeder Mensch merkt in deinem Umfeld, dass das aufgesetzt ist. Und es lohnt sich auch nicht, den Freunden von deinem Seelenpartner zu sagen, wie gut es dir geht, weil der weiß immer, wie es dir geht. Also spar dir Scharade, spar dir Masken, sondern sei und zeige dich, wie du dich gerade fühlst. Wenn es beschissen ist und ich frage jemand, wie geht's dir? Sag beschissen. Es kann eine gute Erfahrung sein, in geschockte Gesichter zu schauen, denn wir fragen uns ganz oft, wie geht's? Und wie oft ist der andere überhaupt gar nicht daran interessiert, wie es dir geht, sondern es ist einfach nur so eine Floskel. How are you? Wie geht's dir gerade? Und wenn du sagst, beschissen, dann hast du zumindest einen seichten Gesprächspartner los, der sich sowieso nicht für dich interessiert im Moment. Hast du mehr Zeit mit dir allein? Das ist wichtiger. Beziehungsethik. Ich mache noch zwei. Die anderen hebe ich mir für das nächste Video auf. Beziehungsethik. Ganz wichtig. Schreib dir auf, was sind die Werte in einer Beziehung? Wie möchtest du von deinem Partner behandelt werden? Also ich möchte, dass er sich einmal am Tag aus Freude bei mir meldet, aus freien Stücken und aus Freude. Ich möchte, dass wir uns 2-3 Mal in der Woche sehen. Ich möchte mit ihm angeln gehen. Ich möchte mit ihm surfen. Ich möchte mit ihm reiten. Ich möchte auf ihm reiten. Ich möchte mit ihm Hand in Hand und knutschend in der Stadt rumlaufen. Ich möchte mit ihm ganz einen romantischen Urlaub machen. Ich möchte, dass er mich fordert geistig. Ich möchte etwas von ihm lernen können. Ich möchte, dass er mich weiterbringt. Ich möchte, dass er ein Fels in der Brandung ist. Ich möchte, dass er immer für mich da ist, wenn ich ihn wirklich nötig habe. Und ich bin bereit, ihm zur Verfügung zu stehen, wenn er mich braucht, auch wenn es mir gerade selber nicht gut geht. Ja, das könnten zum Beispiel Dinge sein, die dir wichtig ist. Ist dir Treue wichtig? Und was bedeutet Treue für dich? Also ich möchte einen treuen Partner. Ja, was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass er mit anderen chatten kann, solange er nicht rumknutscht? Oder was bedeutet Treue? Was bedeutet Ehrlichkeit? Ehrlichkeit ist einfach nur ein Wort. Was bedeutet denn das, brutal ehrlich zu sein? Was bedeutet das für dich? Schreib das alles auf. Das ist eine Art Manifest. Also das, was du aufschreibst, wird sich für dich manifestieren. Und jeder Kandidat, der kommt, besonders dein Seelenpartner, wirst du auf Herz und Nieren überprüfen. Erfüllt er diese Bedingungen? Und wenn er die nicht erfüllt, Chuck, der nächste bitte. Er ist im Moment nicht der, der dir gut tun kann. Und da macht es Sinn, einfach Grenzen zu setzen und dir das selbst zu geben und zu sagen, okay, im Moment kann ich eben nicht knutschend
mit ihm durch die Stadt. Da ist noch niemand da. Ich kann Hand in Hand mit meiner Freundin durch die Stadt. Die knutsche ich nicht, aber ich habe jemanden, der mit mir Hand in Hand durch die Stadt bummelt. Das kann man als Frau sehr gut machen. Ja, fahr allein in Urlaub oder nimm eine Freundin mit. Also erfülle dir deine Bedürfnisse so weit, wie es geht allein. Kauf dir Blumen. Lade dich selbst zum Essen ein. Es ist machtvoll. Mit der achten Technik starte ich für heute, stoppe ich für heute. Sport. Sport, Sport, Sport. Sport ist extrem wichtig. Warum? Weil du im Körper ankommst. Bei Seelenpartnern und Dualseelen höre ich immer, oh, ich bin so spirituell. Ja, was bedeutet Spiritualität? Das ist auch ein tolles Thema. Viele, die ihrem Seelenpartner begegnet sind, die hängen da irgendwo in irgendwelchen Wolken, bei irgendwelchen Sternen, aber sind überhaupt nicht inkarniert. Die spüren sich nicht in ihrem Körper, die sind nicht wirklich präsent auf der Erde, die sind in irgendwelchen Hirngespinsten und Illusionen zu Hause, aber die können gar nicht mehr annehmen, die können gar nicht mehr sehen, was jetzt im Moment ist. Und der Körper bringt dich ins Hier und Jetzt. Also du kannst ihn abklopfen, das habe ich im letzten Video schon erklärt. Mach Liegestütze. Bestenfalls machst du eine halbe Stunde Sport jeden Tag. Dazu gehört Lauftraining, das ist wichtig an der frischen Luft. Wenn du nicht joggen kannst, weil du vielleicht irgendwas im Rücken oder an den Gelenken hast, dann walke, beweg dich zügig an frischer Luft und dann guckst du, was du machen kannst. Kannst du Liegestütze machen? Kannst du Kniebeugen machen? Also irgendetwas, wo du... Ich mache sehr viel in Zeitlupe, also ich mache Übungen extrem langsam, bis der Muskel richtig brennt, bis der Arsch brennt. Und das ist sehr intensiv und du spürst dich dann. Und dann reichen nämlich 5 Minuten und du bist in deinem Körper. Und Menschen, die in ihrem Körper sind, die haben ein anderes Körperbewusstsein und die wirken sehr viel selbstzentrierter, sehr viel selbstbewusster. Und du hast den Körper hier, das ist quasi dein Gefährt auf der Erde. Also komme völlig im Körper an. Wenn du nicht voll auf der Erde ankommst, klappt es mit dem Seelenpartner sowieso nicht. Und die Techniken, die ich dir hier genannt habe, die sind für dich. Es geht darum, dass du in deine Kraft kommst. Okay? Es geht darum, dass du in deine Kraft kommst. Und wenn du in deiner Kraft bist, wird es dir egal sein, ob dein Seelenpartner bei dir ist oder nicht, denn da kommt was anderes für dich. Ich verspreche dir, wenn du in deiner Kraft bist, du wirst die größte Liebe deines Lebens erleben. Zuerst mit dir selbst, in deinem Körper, in deinem Geist, in deiner Kraft und dann mit einem Menschen, der dich wirklich zu schätzen weiß und der dir sein volles Ja gibt. Hausaufgaben. Schreibe deine Beziehungsethik auf, ja? Schreibe auf, was wünschst du dir von deinem Herzensmenschen, von dem Menschen, mit dem du eine Beziehung leben möchtest? Was bedeutet für dich eine erfüllte Beziehung? Schreib das gleich auf. Wir sehen uns, wenn du möchtest, im nächsten Video wieder. Wenn du meinen Kanal magst, abonniere mich doch gleich. Und wie gesagt, du hast die Möglichkeit, das T-Shirt oder eins nach Wahl zu gewinnen, Taritara Tarot, alles weitere unter dem Video im Link. Bis zur nächsten Woche, deine Margret. Tschüss!